Hallöchen, meine lieben Wimmelbildfreunde, und willkommen zurück zu Die neuen Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek, Folge 4 sind wir jetzt angelangt. So, wir sind jetzt hier im Schlangenmuseum, wie man sieht, da ist eine Schlange. Und da sieht aus, als wäre das ein Ei oder sowas. Ich brauche eine Art Zahnrad. Die Form sieht wie ein Ei aus und es leuchtet. Madrid, 1897 nach Christus. Der Fund war mit 1897 datiert. Okay. Eine Skulptur des Schlangengottes Gugumatz. Von Schnabermatz. Nee, okay. Informationstafel steht, ab dem Jahr 1900 in der Gegend Schlangen auftauchten. Oh, okay. So, mal schauen, ob ich hier irgendwo ein Fragezeichen sehe. Nee, ich sehe hier leider kein Fragezeichen. Ah, da brauchen wir wahrscheinlich das Öl. Okay, dann haben wir das hier. Da hat sich jetzt ein Wimmelbild geöffnet. Wir schauen uns aber erst den Kopf hier an. Nehmen wir den Zahn hier mit. Thousands of years ago, the snake god Gugumatz reigned over the world. The people of Earth would seek him for counsel and protection, and he would save them from pain and fear. Gugumatz was kind and caring. He loved all of his children. His brother, the shape-shifting god Season, was jealous of him. He wanted to be beloved as well. Season murdered Gugumatz and took Gugumatz's shape to reign over the humans. But he could not aid them the way his brother could. Gugumatz's murdered body shed 3 tears before shattering into 1,000 pieces. Those 3 tears are the 3 seeds of life. Bitte, da muss sogar eine Errungenschaft bekommen. So, und jetzt stürzen wir uns aber mit wie wild auf dieses Wimmelbild. Große Perle, mehr brauchen wir nicht sonst rausgeben hier. Was die auch immer in einer Kokosnuss zu tun hat, aber gut. Spielkarte. Dann brauchen wir ein Armband. Das ist wahrscheinlich das hier. Ein Zahnrad. Das ist hier. Ein Krokodil. Das ist da vorne. Ein Frosch. Der ist da oben links. Perlen. Jetzt mehrere. Das ist wahrscheinlich die Kette damit gemeint. Der Mond. Wahrscheinlich der hier. Ein Krebs. Der ist nicht da an der Seite. Da auch nicht. Wahrscheinlich ist der gemeint, aber das ist ein Hummer. Aber egal, ein Tapir. Tapir ist das hier. Dann ein Besen. Und ein Pfeil. Der ist hier. So, dann haben wir das hier. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Ja, warum wohl nicht? Die Schlange ist weg. Ja, die wird uns noch, glaube ich, ganz gut jetzt überraschen hier gleich. It's getting away. I need to catch it. Das war ja mir irgendwie bewusst. Ja gut, dann müssen wir uns da irgendwie jetzt anders drum kümmern. Und dieses Rätsel kennen wir ja schon. Ich muss ja die Erklärung nicht nochmal vorlesen. Bloß, dass wir jetzt im Vergleich nur 2, 3 haben, aber 5 und 3. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwieriger.
Aha. Haben wir das hier geöffnet? Die Schlange, die kriegen wir schon. Das sieht wie ein Ritualsichel aus. Mit einem solchen praktischen langen Stiel. Ja, und dafür brauchen wir erst den Code. Vermutlicherweise. Das Auge des Gugumats. Laut Legenden kann das Auge Gedanken und die Zeit kontrollieren. Die Priester suchten nach dem Auge, um die Macht der Lebenssamen zu entfesseln und ihrem Gott wiederzubeleben. Okay, ist hier irgendwo ein Fragezeichen? Im Boden sehe ich nichts. Da auch nicht. Ja, da ist auch kein Fragezeichen, also. Gut, was haben wir hier? Oh. Ich kann es nicht herausnehmen. Dafür brauche ich ein Werkzeug. Das haben wir leider nicht haben. Da ist nichts. Alte Waffen. Die müssen damals tödlich gewesen sein. Die sind nicht nur damals. Hoppala. Ups. Ja, gut. Ohne Klebeband werde ich die Teile herausfinden. Ja, wir brauchen ein Klebeband. Dann machen wir gleich alles kaputt und du kommst jetzt hierher. Got you. Now give it back. So. Da haben wir nochmal ein Wimmelbild bekommen. Rubin müssen wir als einziges freilegen. Da haben wir den Rubin. Der sieht aus wie ein Rubin aus The Legend of Zelda. Heißen nicht dann Rubies oder so ähnlich? Also Rubine? Entenfigur. Babyfigur? Ja, sehr schönes Baby. Absolut. Pyramide. Ein Ton. Was? Ein Tonband. Tonband. Okay. Dann ein Stachel. Dann ein Tukan. Der ist der hier. Eine Blume. Die ist hier oben. Ein Löffel. Ist hier. Der Rubin ist da. Ein Beutel ist da. Du bist kein Teller, obwohl du die Ähnlichkeit hast mit einem Teller. Aber du bist ein Teller und dann noch eine Feder. Ich hoffe, ich bin gut zu verstehen, weil ich habe mein Mikrofon jetzt ein bisschen weiter weg von mir. Weil, ja, wenn ich merke, wenn ich so rede, dann übersteuere ich trotzdem noch ein wenig. Tut mir an dieser Stelle furchtbar leid jetzt gerade. Ich weiß nicht, warum ich so laut bin. Ich habe den Pegel auf 80 von dem Mikrofon. Okay, wir dürfen puzzeln. Setze das Wandbild zusammen. Klicke die Teile an, um sie zu drehen. Okay, das sieht leicht pervers aus gerade. Aber nur ganz leicht. Okay, die Ränder sollten wir erstmal machen. Ich erkenne aber gerade rein gar nichts durch das hier.
Das sieht aber nicht nett aus, was er da verpraktiziert, der Krieger hier. Ah. Eine Karte mit Tunneln, die vom Museum zum Leuchtturm führen. Okay. Habe ich hier noch irgendwas zum Aufschrauben? Was sagt denn die Karte? Ich muss hier drin die Karte nutzen. Okay. Hatte ich hier irgendwas zum Aufschrauben oder ähnliches? Vielleicht gehe ich so mit raus? Nö. Wie kriege ich dann hier die letzten Zettel? Also da ist hier nichts, was ich mitnehmen kann. Hab ich irgendetwas übersehen? Ah, schaut mal. So, jetzt kann ich da das Ganze hinmachen. Ganz langsam. Alter, schläfst du ein dabei. The door to the roof is jammed. I also saw someone outside. I don't like this. Let's get out of here. Nicely done. You need to know something. I'm on an undercover mission. People started disappearing in London. Most of them were smugglers dealing in everything illegal. My employers discovered that there's a mysterious substance being shipped from Britain to the US. The shipment I was tracking ended up here in Serpent Creek. That's all I can tell you. Did you notice the light coming out from the lighthouse? There has to be an underground passage. I'll try to follow our mystery man. Stay vigilant. Ja, okay, der hat aber auch... Weil das wie gewünscht, habe ich das Tonband versteckt. Ich habe die Nase voll davon von allem. Wir müssen uns treffen. B, also Black wahrscheinlich. Ja, okay, das sollte man so nicht anfassen. Da steht gerade ein bisschen unter Strom. Und damit öffnet man dafür gewöhnlich auch Kanaldeckel. Ich wusste, dass Duffer nicht nur ein einfacher Tourist ist. Er ist in verdeckter Mission, als hätte es seine Hawaii-Hemd jemand täuschen können. Ja, in der Tat. Straßenverkäuferin. Die zwielichtige Verhalten der Straßenverkäuferin veranlasst mich ständig, nach meiner Geldtasche zu sehen. Die Erfahrung spielt auf jeden Fall für sie, denn sie hat wohl beide Weltkriege miterlebt. Und ihre üble Katze sieht so aus, als hätte sie in beiden aktiv mitgekämpft. Die Straßenverkäuferin als hat Helens Amulett. Sie meinte, dass sie von Black gekauft hätte. Sie musste wissen, dass es gestohlen war. Ja, ja, und sich dabei mittätig machen. Aber hey, blöde, ich verfluche sie. Hm? Da hätte ich an unserer Figurstelle gesagt, ja, okay, sie verfluchen mich, aber ich nehme sie jetzt fest wegen Mittäterschaft eines Diebstahls. Dann hätte die Dame aber blöd geguckt.
So, wo ist denn hier ein Fragezeichen nochmal? Ich schaue mich mal erstmal ganz kurz um hier. Ja. Okay, ich brauche mein Snipping-Tool wieder. Das übrigens noch besetzt ist von den anderen. So. Die Folge muss ich mir auch noch einen Titel ausdenken. Ziele, würde ich mal sagen. Ja, doch, Kanalsaison. Langsam vorlesen. Meine Güte, ich mache immer denselben Fehler. Kanalisation. Es ist so mein doofer Liezen, dass ich immer so schnell rede, als hätte ich 10 Säcke Zuckerintus. Also nach geradeaus. Dann zweimal rechts. Geradeaus. Einmal links. Einmal rechts. Da brauchen wir Ventilrad. So, jetzt gucke ich mich trotzdem hier nochmal nach dem Fragezeichen um. Ist nichts zu sehen, okay. Die sieht stabil aus. Vielleicht kann ich daran ja etwas befestigen. Ja, vielleicht. Dann das hier. It's Helen. Hold on, Helen, I'm coming. Ja, sie ist in Gefahr, aber ich schaue mich hier nochmal nach dem Fragezeichen hier um. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Wieder zurück zur Brücke. Okay, also ich wollte eigentlich zurück zu den, wo wir gerade hochgeklettert sind. Ich sehe hier aber auch kein Fragezeichen. Diese Kabel liefert Elektrizität zu den Lampen auf der anderen Seite. Okay, dann fehlt uns hier noch was. Okay, ich kann noch ungehelligt da durch. Alles klar. Er hat was fallen lassen. Ja, aber ich schaue mich trotzdem um nach dem Fragezeichen. Mein Gott. Weil wir haben noch nicht alle 9 Stück haben wir noch nicht. Und ich würde mich ärgern, wenn uns was entgangen wäre. Okay, dann nehmen wir die Zange schon mal hier mit. Muss ich eine Münze reinwerfen. The town looks pretty nice from up here. Wait a minute. Was that a... It's the thing from before. It's hiding in the library. I should check it out. Was hat sie da hingeworfen? Die stecken alle mit drin. Alle. Du musst aufpassen. Ja, was meinte sie wohl? Alter, die ist Detektivin. Mal ganz ehrlich, sie ist Detektivin vom Beruf. Da muss sie doch von allen misstrauisch eigentlich sein. Und wenn der Sheriff sich so schon komisch verhält, der Bürgermeister ein bisschen komisch drauf ist und Helen verschwunden wird und da wieder Leuchtturm oben auftaucht. Also da kann sie doch eins zu eins zusammenzählen, das was nicht mit rechten Sinnen von Sinnen statt geht hier. Meine Güte, ist die Detektivin hier ein bisschen hohl im Hirn. So, mehr habe ich hier nicht. Okay, ich muss mit der Karte mal gucken, wo ich hin muss. Einmal zum Hotel Klapperschlange und einmal hier zum Stadtplatz. Da kann ich ja hier die Nägel rausziehen. Someone lock the door from the inside.
There's something outside. It's watching me. Ja, das ist das doofe Viech wieder, das Schlangenviech. Aber jetzt schaue ich erstmal wieder nach dem Fragezeichen mich hier um. Das mache ich jetzt noch ganz schnell. Ich kann ja das hier rauf machen. Ich hätte jetzt schwören können, dass da ein Fragezeichen ist. So, ich sehe jetzt nichts, Freunde, aber ich sehe, wir sind schon am Ende einer Folge wieder angelangt. Ich danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei den Wimmelbild-Abenteuer 9 Hinweise, das Geheimnis von Serpent Creek. Chillidö mit Ö.